Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, dieses Mal möchte ich mit euch ein paar Spezialfälle von der Überladung durchgehen. Genau deswegen, weil man denkt zwar, Überladung sei total einfach, aber im Prinzip muss man doch ein paar Sachen beachten. Die möchte ich euch eben heute zeigen. So, Überladung bedeutet, also zunächst einmal haben wir hier zwei Klassen. Die Subklasse hat noch die Main-Methode, das ist jetzt aber nicht wirklich wichtig, wo die ist. Und sie erbt von der Superklasse. Das hatten wir schon mal in einem vorigen Beispiel. Ich mache hier einfach genau weiter. Hab hier nur ein bisschen aufgeräumt, dass man auch wieder durchblickt, wo man eigentlich gerade ist. Okay, so, also wir haben hier eine Funktion public void f und die nimmt mal aktuell keine Argumente. So, und tut einfach gar nichts. Das wäre die erste. Und eine Überladung, nur kurz zur Wiederauffrischung, wäre zum Beispiel, ich packe hier noch ein Integer i rein und gebe den dann aus. So zum Beispiel sysout i. Genau. Und wenn ich jetzt hier diese Funktion f aufrufe, dann rufe ich einfach new sub.f auf zum Beispiel und fertig. Das heißt, hier wird überhaupt nichts ausgeführt, so wie es sein soll. Wenn ich jetzt hier aber 2 reinschreibe, muss ich den Funktionsnamen nicht ändern, sondern es wird automatisch die richtige Funktion aufgerufen und das gibt dann eben die 2 auf, weil diese untere Funktion hier aufgerufen wird. So, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Und zwar, was passiert denn, wenn ich hier ein Sub eingebe? Naja, gut, ich kann hier ein Sub-Argument reinpacken. Ja, dann geben wir hier einfach dieses Sub-Argument aus und packen hier ein New Sub rein. Lasst euch nicht davon irritieren, dass ich jetzt hier in dem Sub ein neues Sub brauche, das ist egal. Dann gibt es hier die Adresse von dem Sub aus. Wenn ich jetzt allerdings wieder die Funktion f aufrufe, dann passiert wiederum gar nichts. Das heißt, es wird automatisch wieder die obere aufgerufen und hier wird wieder die richtige Funktion aufgerufen, wenn ich hier dieses Sub reinschreibe. So, jetzt kann ich jetzt natürlich auch sagen, okay, diese Funktion wird vererbt und die andere Funktion schreibe ich nochmal rein. Das heißt, ich definiere mir in meiner Subklasse, also in meiner Unterklasse, definiere ich mir eine Funktion, die Funktion, die ich aus der Oberklasse erbe, die wird ja automatisch geerbt hier in die Subklasse, weil wir extenden ja. Und die wird dann gleichzeitig noch überladen, weil ich habe ja andere Argumente. Und das heißt, ich rufe immer noch die richtige Funktion auf, wenn ich jetzt hier ausführe mit einem new sub. Ich kann das aber genauso gut wieder rausmachen und es wird immer noch die richtige Funktion aufgerufen. So, jetzt kommt eigentlich der Teil, an den ich euch langsam ranführen wollte. Und zwar kann ich jetzt hier natürlich auch sagen, ich hätte gerne eine Funktion. Also nur, dass ihr hier mal das so habt. So, packen wir das wieder beides hier rein. Wir wissen ja, dass die Funktionen automatisch geerbt werden. Wenn ich jetzt hier sub s reingetan hätte, dann wäre sie überschrieben worden. Das ist aber nicht das Thema. Es geht ja um Überladung. So, jetzt kann ich hier natürlich auch ein Super reinpacken. Und dieses Super ist jetzt aber die Oberklasse von dem Sub. Das heißt, jedes Sub, also ihr könnt es euch so vorstellen, Super könnt ihr euch als Tier vorstellen. Ich schreibe das vielleicht gerade mal um. Und das ist dann Tier hier und das ist dann vielleicht ein Vogel. Denn ein Vogel ist ja bekanntlich ein Tier. Und das wäre hier ein Tier, das wäre ein Vogel und so weiter. Das, also nur so zum Vorstellen, ich will das jetzt nicht überall ändern, das wäre ein bisschen lame, glaube ich, wenn ich euch das jetzt machen lasse. Jetzt lasst mich hier noch kurz das sysout reintragen. Okay, S, ja, einfach nur S. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, ich kann diese Funktion f mit einem Super und mit einem Sub aufrufen. So, das Ding ist jetzt natürlich, jedes Sub, also jeder Vogel ist gleichzeitig auch ein Tier. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein New Sub eingebe, welche Funktion wird dann aufgerufen? Wird die, also da jeder Vogel ist quasi ein Tier, das heißt, wird jetzt diese Funktion, die hier für Vögel ist, oder wird die Funktion, die für Tiere ist, aufgerufen? Naja, lasst es uns einfach ausprobieren. Es wird die Methode aufgerufen, für die am wenigsten gemacht werden muss. Das heißt, es wird erstmal verglichen, habe ich eine Methode, mit der ich die Funktion direkt aufrufen kann, ohne irgendwie rumzucasten, implizit oder so. Oder muss ich tatsächlich immer noch irgendwas casten? Naja, es gibt eine Methode, die passt perfekt, das heißt, die wird aufgerufen. Wenn ich jetzt die rausmache, dann geht das Ganze immer noch. Und es wird immer noch dieses Sub-Add Dingsabums da aufgerufen. Das ist aber jetzt diese Funktion super hier oben.
Also damit es vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Sub. Dann geben wir S aus und hier oben printen wir das Super. Damit man auch wirklich sieht, welche aufgerufen wird. So. Und ja, jetzt wird dieses Sub aufgerufen, also wirklich die Sub-Funktion hier, die da, die das Argument Sub nimmt. Und wenn wir jetzt die rausmachen, dann wird die Super-Funktion aufgerufen, aber hier kommt trotzdem Sub raus, weil der Typ einfach von dem Objekt ein Sub ist. Deswegen, ja. Okay, so. Jetzt das Eigentliche, was ich euch zeigen wollte, wenn ich jetzt diese Super-Funktion hier rüber packe, dann weiß er ja, ja gut, speichern sollte man vielleicht. Und es war natürlich die falsche Funktion. Ich wollte die hier auch drüben haben. So. Und die hier packen wir hier rein. So. Welche wird jetzt aufgerufen? Denn im Prinzip ist jedes Sub ja ein Super. Das wissen wir ja jetzt. Ruft er jetzt direkt auf diesem Objekt hier vorne, das ein Sub ist, ruft er jetzt diese Funktion möglichst direkt auf und nimmt die Super-Funktion. Dafür müsste er jetzt das Objekt hier hinten zu einem Super casten implizit, oder castet er das Objekt hier vorne implizit zu einem Super und ruft diese Funktion für ein Super auf? Naja, eigentlich ganz einfach, denn wir wissen ja, dass egal was hier vorne für ein Objekt steht, es wird auf jeden Fall immer die Funktion, die tiefste Funktion aufgerufen. Also es wird quasi von unten nach oben gesucht. Und ja, deswegen castet es am liebsten die Sachen hier hinten. Und erst dann das, was da vorne steht. Das heißt, wir nehmen, Quatsch, andersrum. Es castet am liebsten das Objekt hier vorne, denn dafür muss es im Prinzip nichts tun. Und schaut, da ja die Funktion hier ohnehin ererbt ist, hier in diesem Sub, nimmt es gleich mal die Funktion, die wir hier haben, und ruft, es, ruft die dann halt für das Sub auf, da wir die ohnehin schon geerbt haben. Ja, also im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, alle Funktionen, die hier drüben sind, stehen eh auch hier drin und deswegen wird dann die aufgerufen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir von irgendwelchen Klassen, von irgendwelchen Bibliotheken erben, die wir nicht selber geschrieben haben, und da ist irgendein Typ drin. Also sagen wir mal, das ist wieder dieser Fall hier und wir haben diese Klasse hier nicht selber geschrieben, sondern wir haben sie von irgendeinem einer Bibliothek und rufen dann natürlich auf einem Objekt mit einem ebenfalls überschriebenen Typen hier, das hier auf. Ja, okay, das wird uns wahrscheinlich eher selten passieren, weil die hier einen Sub nimmt. Aber die Main kann ja auch woanders drin stehen. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, was wir da genau aufrufen. Das will ich euch damit sagen. Denn es kann mal passieren, dass eine Bibliotheksfunktion aufgerufen wird, die wir eigentlich nicht so unbedingt haben wollten. Gut. Ja, ich denke, es wurde deutlich, wie man überladen kann und wie man auch ganz schön gemeine Sachen überladen kann. Möglichst vorsichtig sein, wenn ihr hier irgendwelche Sub-, also Unterklassen von Oberklassen erben lasst und dann die Argumente auch noch so überladet. Also seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da tut. Aber ansonsten kann man sich da eigentlich zusammenreimen, welche Funktion aufgerufen wird, wenn man den ganzen Code selber geschrieben hat. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.